Hey Leute und willkommen zurück zu Dragon Ball Legends. Heute sehen wir uns meine Meinung zu den neuen Helden an. Wie jedes Mal, wenn ein neuer Banner erscheint mit neuen Helden, dann gebe ich meinen Senf dazu ab sozusagen. Wie ich sie finde, die neue C18 und der neue Cyborg C16. Ich finde sie schon mal nice, das kann ich schon mal sagen. Aber was genau, erzähle ich euch gleich. Ich habe sie beide ja noch nicht gezogen und werde sie auch nicht ziehen, denn meiner Meinung nach will ich solche Banner hier rechts oben nicht unterstützen. Ich will nur Banner in Dragon Ball Legends sehen, wo man auch täglich hier seine 20 Zeitkristalle benutzen kann. Ich habe überhaupt keinen Bock drauf, dass nur mehr solche Banner kommen, wo man 100 Zeitkristalle ausgeben muss. Und keine tägliches Ziehen hat. Das heißt, wenn du da draußen, rechts oben, solche Banner nicht haben willst, dann darfst du sie auch nicht unterstützen. Dann darfst du daraus nichts ziehen. Ganz wichtig, ganz wichtig. Auf jeden Fall, Leute, die neue C18 ist da. Und im Großen und Ganzen, zuerst einmal, ist sie ein Hybrid-Saiyajin-Killer. Die knallt die alle weg. Also die Hybrid-Saiyajins müssen vor dieser Dame sowas von aufpassen und in die Knie gehen. Auch grüne Helden. Warum auch grüne Helden? Es gibt ja jetzt die neue Ausrüstung im PvP-Modus. Wenn ihr in der Rangliste spielt, ich glaube ab Rang 20, bekommt man die Ausrüstung. Und wenn sie dann unter 50% ihres Lebens ist und von einer grünen Karte angegriffen wird, wird der Schaden um 50% reduziert. Das heißt, sie kriegt viel weniger Damage von grünen Karten. Ist schon krass. Also auch Goten und so weiter könnte theoretisch, ich kann es leider nicht testen, könnte aber Probleme haben gegen Cyborg C18. Finde ich geil. Ganz ehrlich, finde ich geil. Solche Ausrüstungen sollte es öfter geben, dass man auch gegen die anderen Elemente ein bisschen besser geschützt ist. Ganz klar. Auf jeden Fall, Leute. Sie ist ein Strike-Attack-Kämpfer, ein Schlagangriffskämpfer. Sie geht voll rein in den Vollkontakt. Hat ganz okay Leben, super natürlich Schlagangriff, aber auch der Fernangriff ist fast genauso hoch, Respekt. Verteidigung ist okay, nicht die beste, ist okay. Crit-Wert ist okay, Ki-Regeneration ist einfach super. Das kann man nicht anders sagen. 2400, mega nice. Sie ist aus der Cell-Saga und sie ist weiblich. Weiblich, sehr gut, denn man kann ja ein komplettes weibliches Team spielen. Pan unterstützt weibliche Kämpfer und so weiter und so weiter. Ist schon nice. Sie ist ein Cyborg, weiblicher Kämpfer eben. Und Zwillinge. Da gibt es noch keinen Boost, soweit ich weiß. Aber schon mal im Hinterkopf behalten, dass die auch Zwilling ist. Ne? Hier die normalen Künste sind ganz normal. Halt die zwei Attacken. Die blaue Karte ist ganz interessant. Warum? Weil sie es schon wieder, wie zum Beispiel C17 und Broly und so weiter und so weiter, eine 40% Chance auf Paralyse hat, wenn sie mit ihrer blauen Karte den Gegner trifft. Das kann krass sein. Das kann den Gegner sozusagen das Leben kosten. Denn wenn er die ganze Zeit, es ist relativ lange. Es steht leider keine Zeiteinheit da, wie lange man paralysiert ist, aber gefühlt ist es echt lange. Und in der Zeit, kann der Gegner ordentlich Ki regenerieren, seinen Helden wechseln oder eben enormen Damage austeilen. Und der erlittene Schlagschaden, den sie austeilt, erhöht sich um 20%. Ist ganz nice. Die grüne Fähigkeit finde ich auch ganz geil. Sie regeneriert nämlich einfach so, zack, 50 Ki. 50, Leute. Und 40% ihrer Ausweichenleiste wird auch regeneriert. Ist echt geil. Kostet nur 9 Ki. Wird aber erhöht durch ständiges Einsetzen um 5 pro Einsetzen. Ist auf jeden Fall eine geile grüne Fähigkeit. Ganz ehrlich. Ihre kühle Schönheit sorgt dafür, dass sie eine blaue Karte zieht, eine Spezialangriffskarte, und der zugefügte Schaden wird um 40% erhöht. Und das Krasse, was ich daran finde, ist, das Ganze schon nach 5 Zeiteinheiten. Das ist ganz kurz, ne? Ihre Hauptfähigkeit ist so schnell ready. Das ist krass. Dann eine Z-Fähigkeit.
ist auch ganz nice für mein blaues Team eigentlich. Basisschlag und Fernangriff von Element Blau um 22% hoch. Also das, der normale und der Fernangriff, das ist schon geil. Das ist schon geil. Unten ist auch noch nicht schlecht. Jetzt kommt's, warum sie ein Hybrid-Saiyajin-Killer ist. Erstmal, wenn sie den Kampf betritt, egal ob sie der erste Held ist, der in den Kampf reingeht oder reingewechselt wird, für 30 Zeiteinheiten sind die Kosten für Strike-Attacks, also für Nahkampfangriffe, um 10 reduziert. Mega nice. Ganz ehrlich, mega nice. Immer wenn ihr sie einwechselt, hat sie diesen Effekt für 30 Zeiteinheiten. Ist echt nicht schlecht. Jetzt kommen wir zum Grund, wie gesagt, warum ist sie so ein krasser Hybrid-Saiyajin-Killer? Denn, erstmal, sowieso, gegen Hybrid-Saiyajins macht sie 40% mehr Damage. Von Grund auf, einfach so, 40% mehr Schaden. Ist schon mal geil, mit Strike-Attacks, mit roten Karten. Und wenn Krillin ein Kampfmitglied ist, also ihr müsst ihn mitnehmen, nicht auf der Satzbank lassen, dann nochmal 30% mehr, also insgesamt 70% mehr. Wow. Wow, also das ist enormer Damage. Ihr müsst immer davon ausgehen, ne? Sie hat ja schon 58.000. Dann nochmal 70% mehr, dann nochmal die ganzen Ausrüstungen, die ihren Strike-Attack erhöhen können. Also ich finde dies krass. Ganz ehrlich, ich finde dies krass. Ist ja nur die Sache, nehmt man einen Krillin mit, ne? Dann müsste man schon 2 blaue Karten spielen. Sie erhöht natürlich, wie gesagt, eben die blauen Karten, die 2 Angriffe. Aber nimmt man wirklich einen Krillin auch mit? Ne? Geh mal kurz zu Krillin rein, den habe ich ja. Muss ich nur mal kurz finden. Wo ist er denn? Da ist er. Ich weiß gerade nicht, was das für seine Fähigkeit ist. Auch blau, genau. Basisschlag, Fernverteidigung macht er. Perfekt, die ergänzen sich wirklich gut. Und wenn auf beiden ausgerüstet ist, eben diese neue Karte aus dem PvP, ich zeig's mal ganz kurz. Wo ist es denn? So. Da. Natürlich. Genau. Wenn ihr diese Karte ausrüstet auf Krillin und auf C18, ihr seht's ja unten hier, das ist schon krass mit dem 50%. Also bis zu 50% weniger Damage von grünen Karten. Ist schon geil. Ganz ehrlich, das ist schon geil, Leute. Das kann man auf jeden Fall mal machen. Und ja, aber wir haben noch einen Helden. Also erstmal meine Meinung zu C18. Mega starker Hybrid-Saiyajin-Killer. Ganz einfach. Mega krass. Finde ich super. Ich finde Cyborg-Teams sowieso super. Eben mit Cell, C16, C17 und C18. Ist ganz geil, ne? Ist ganz geil. Also es ist schon ein cooles Team. Man kann da schon ordentlich was machen damit. Man kann da richtig hart reinhauen, Leute. Es ist nicht schlecht, aber wie gesagt, ich würde diesen Banner nicht unterstützen an eurer Stelle. Lasst ihn uns bitte nicht kaufen, sodass er nicht wiederkommt. Wir wollen sowas nicht. Wir wollen unsere täglichen 20 Zeitkristalle, wie schon immer in Dragon Ball Legends, bei jedem Banner ausgeben und damit vielleicht Glück haben auf eine Karte. Immerhin muss man nicht dann täglich 100 ausgeben. 20 ist meiner Meinung nach pro Tag für ein Banner. Komplett okay. Denn man kriegt ja auch schon sehr schwer Zeitkristalle. Leute, unser C16 ist die zweite neue Karte. Er ist nur ein Extreme-Held. Er ist aber ein krasser Extreme-Held, Leute. Erstmal sehen wir schon mal. Er ist ein Unterstützertyp. Entschuldigung, bin ein bisschen verschnupft. Er ist ein Unterstützertyp und hat schon mal mehr Leben als die neue C18. Krass. Ist aber auch klar, denn er ist ein Supporter. Ist trotzdem ein super Wert für eine Extreme-Karte, Leute. Der Schlagangriff ist auch genauso super. Dafür ist der Fernangriff weniger. Das ist halt der Extreme-Nachteil gegen Sparking-Karten. Also Fernangriff ist nicht so gut. Ki-Regeneration ist ganz normal okay. Crit ist ganz normal okay. Verteidigung ist auch so irgendwie okay. Aber das Leben und der Strike-Attack, super. Kann man nichts dagegen sagen. Er nimmt auch eine rote und eine gelbe Karte in den Kampf mit. Auch immer sehr gut. Eine gute Abwechslung. Und das ist natürlich auch ein Cyborg. Seine 2 Fähigkeiten sind ganz normal. Die blaue Karte ist auch ganz geil. Denn der Gegner erleidet... Moment mal kurz. Oh. Also er leidet mehr Schockschaden. Macht er Schockschaden? Ja. Steht immer in Klammer hier hinten dabei, ob er Schockschaden macht. Oder Explosionsschaden und so weiter.
Also der Gegner leidet schon mal 10% mehr Damage, nachdem ich eine blaue Karte getroffen habe. Und die Wirkung von Deckung verringert. Deckung? Erlittener Schaden down. Wird um 40% verringert. Diese Worte auf Deutsch, ne? Furchtbar. Und die grüne Karte finde ich auch ganz nice. Die grüne Karte finde ich ganz gut. Der zugefügte Schaden von Verbündeten wird um 15% erhöht. Hier kommt der Support-Typ endlich durch, ne? Wenn die grüne Karte einsetzt, ist schon das erste Mal richtig krass der Support-Typ da. Mit 15% mehr Damage kann man schon was anfangen. Das geht mich noch weiter. Seine Hauptfähigkeit, die finde ich am geilsten, glaube ich. Ich glaube, die Hauptfähigkeit finde ich bei ihm am geilsten. Kosten für Strike und Blast Attacks, also für Nahkampf und die gelben Karten, um 10 down für Verbündete. Für 20 Zeiteinheiten. Das ist viel. Um 10 weniger ist echt mal eine Hausnummer. Also wie ihr seht schon, Support ist auf jeden Fall krass da. So eine Z-Fähigkeit bufft gelbe Helden und zwar mit Basis Schlagangriff und Verteidigung. Ist auf jeden Fall nice. Da kann man zum Beispiel seinen Freezer buffen, seinen gelben Freezer, seine C18 und so weiter. Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Ist eine gute Ersatzbankfähigkeit. Und weiter unten auch noch weitere Supportfähigkeiten. Erstmal Roboterkörper macht eigene Statuseffekte inaktiv. Ineffektiv, Entschuldigung. Das heißt, ihr könnt ihn einfach nicht mit Attack Down oder so irgendwas belegen. Das geht nicht. Und wenn er stirbt, wird der zugefügte Schaden vom Verbündeten um 30% erhöht. Also schon wieder ein Buff für die Verbündeten. Also Support-Typen sind meiner Meinung nach echt nice. Ist jetzt die Frage, ob man ihn spielt, wirklich mit ihm kämpft, oder man sagt, ich setze ihn auf die Ersatzbank in mein Cyborg-Team, um meine C18 in Gelb zu buffen. Also die hier. Das ist die Frage. Spielt man ihn wirklich effektiv oder sitzt er auf der Bank, um C18 zu buffen? Und wäre es dann nicht sinnvoller, doch eine andere Karte mitzunehmen, wie zum Beispiel Extreme Cell, der das Leben erhöht von Cyborgs? Ist schwer. Bei dem bin ich mir so unsicher. Ist er wirklich? Er ist nicht schlecht. Ist eine gute Karte, ein guter Held. Aber ich denke nicht, also meine Meinung, ne? Ich habe ihn nicht, aber ich denke nicht, dass er spielbar ist. Und wie gesagt, auf der Ersatzbank wäre mir auf jeden Fall zum Beispiel ein Extreme Cell lieber, der mein komplettes Team das Leben erhöht und nicht nur gelbe Karten. Man kann versuchen, ein komplett gelbes Team zu bauen, dann ist er auf jeden Fall eine gute Wahl auf der Ersatzbank. Dann ist auf jeden Fall eine gute Wahl, ja. Man bufft da alle anderen gelben Helden, ist ganz geil, aber ein gelbes Team bauen ist auch ziemlich gefährlich. Warum? Gogeta. Wenn ihr ein gelbes Team spielt und ihr trefft auf einen Gogeta, der rot ist natürlich, dann werdet ihr komplett zerstört. Also, ist schwer, ist schwer. Auf jeden Fall, das ist meine Meinung zu den zwei neuen Helden. Sind jetzt nicht so... Also, wie gesagt, ich finde den Banner relativ geil. Ich finde Cell geil, ich hätte ihn gerne, ich hätte C17 gerne. Ich hätte neue C18 natürlich gerne, aber ich sehe es nicht ein, solche Banner zu unterstützen, wo nicht mal für Free-to-Play-Spieler das tägliche 20 ziehen dabei ist. Das sehe ich nicht ein. Apropos tägliches 20 ziehen, das können wir noch schnell machen, kann ja noch zweimal machen. Das können wir am Ende der Folge noch schön uns durchgucken. Vielleicht ziehen wir ja irgendwas Schönes. Wer weiß das schon. Eine Kapsel. Super Saiyajin. Ah, ich wollte gerade überspringen drücken, aber beim Super Saiyajin muss ich zugucken. Unentschieden leider. Blaue Schrift leider. Ich sag, es wird eine Extreme-Karte. Das wird eine Extreme-Karte. Außer Vegeta kommt. Nein, Vegeta kommt nur bei Bulma, nicht bei uns. Ist natürlich scheiße, ne? Roshi, sehr geil. Roshi ist sehr geil. Roshi nehme ich immer gerne. Muten Roshi in einem Frauenteam. Krass. Richtig krass. Die ganzen Tickets hier müssen wir auch bald mal wieder öffnen, Leute. Wir brauchen bald echt wieder ein Ticket-Summon-Video. Und wieder eine Kapsel. Ah, kein Super Saiyan. Schade. Egal, lass mir noch durchlaufen. Leute, morgen bin ich mir nicht sicher, ob morgen ein Dragon Ball Legends Video kommt. Es kann nämlich sein, dass morgen der zweite Teil von meinem Dragon Ball Sammelkartenspiel Opening kommt. Wo wir diese geilen Karten hier haben. Ihr seht es vielleicht ein bisschen wenigstens. Das ist diese übergroße neue Karte. Demigra. Vielleicht sieht man es ein bisschen wenigstens.
Also morgen kommt wahrscheinlich der zweite Teil von meinem Dragon Ball Card Game Super Opening. Wer den ersten Teil nicht gesehen hat, Leute, schaut das an. Es gibt keine, meiner Meinung nach, keine geileren Sammelkarten, die man in der Hand halten kann, als diese Dragon Ball Legends Karten. Sie sind dick, sie fühlen sich hochwertig an, sie sehen aus wie vergoldet, wenn man eine Hardcore-Karte zieht, so wie wir im ersten Teil. Das sieht aus wie Gold. Das ist einfach nur... Also wie gesagt, vielleicht kommt morgen der zweite Teil schon, dafür kein Dragon Ball Legends. Und Samstag, Sonntag, wir können das Ticket-Opening endlich mal machen. Und unsere zweite Gratis-Karte hier ziehen. Den hier. Vielleicht ziehen wir einen Gotenks. Und vielleicht gucken wir uns noch weitere Teams an. Ich bin noch mal überlegen, was genau. Auf jeden Fall ein Ticket-Summon-Opening kommt auch noch diese Woche. Morgen, wie gesagt, vielleicht der nächste Teil von dem Card-Game-Opening. Was ich echt mega feier. Ich feiere es mega. Vor allem, das kostet auch Geld, ja. Aber man hat es in der Hand. Man kann es verkaufen. Man kann sammeln. Die Zeitkristalle hier sind weg. Also Leute, ich wünsche noch einen schönen Tag. Haut gerne mal in die Kommentare, was sagt ihr zum neuen C18 in Blau und zum neuen C16. Und lasst ein Abo da, um nichts zu verpassen. Viel Spaß, haut rein und ciao.